Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Und das ist nichts anderes als die Bewegung unserer Sonne, unserem ganzen Sonnensystem durch den platonischen Jahr. Und diese Präzession wird berücksichtigt. Es ist eine sehr präzise Berechnung, übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Nur zum Wissen, dass die es anderes berechnen, nicht wundern, wenn ich sage, Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten hier und dort sich befinden, dass das anderes ist als in einem westlichen Horoskop. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop, und ich habe auch erklärt, was bedeuten die einzelnen Lebensbereiche. Liebe Ryuseya, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop, dein Video, und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Hier in die Mitte siehst du ein Engel. Das ist dein persönlichen Schutzengel. Kabbalah beschreibt diese ganze Engelenergie und Kabbalah ordnet die Engel. Das ist wie ein System und jeden Tag wird zu einem Engel zugeordnet. Und in diesem Tag, wo du geboren bist, ist Engel Hahael, war die herrschende Engel. Und somit ist das dein persönlicher Schutzengel. Engel Hahael hat die Zahl 41, das wird auch nach Zahl auch zugeordnet. Das kann für dich in deinem persönlichen Leben auch eine Bedeutung haben. Engel Hahael ist Engel der Seelen, Engel der höchsten Schutzes, Engel der tiefen Glauben, Engel die Energiesteigerung. Es ist ein Sonnenengel, vermittelt Sonnenkraft, festigt unserem Glauben, schenkt uns heilende Hände, schenkt uns geistige Reichtum, eine inneren Reichtum, hilft uns, andere zu belehren, auf dem richtigen Weg zu gehen. Offenbart Gott. Das ist dein persönlicher Schutzengel. In diesem Moment, wo du geboren bist, dein erster Atemzug ist die Tierkreiszeichen Schütze hier in Osthorizont aufgestiegen. Ziemlich am Anfang der Schütze. Schütze wirkt auf deine Persönlichkeit, wirkt auf dein Aussehen, so bist du auch wahrgenommen. Ein bisschen Einfluss hat auf den 12. Lebensbereich, aber ganz wenig. Hauptsächlich hier herrscht im ersten Lebensbereich. Das ist Feuerelement. Und das zeigt dein Temperament, diese Feuernatur. Kraft und Mut und Begeisterung und Leidenschaft, Optimismus bei Schütze sowieso, sportlich, beweglich. Und die Schütze zeigt hier in eine Richtung mit diesem Pfeil. Und das hat eine große Bedeutung. In dieser Richtung ist die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und da sind unsere Wünsche. Wenn du deine Wünsche als Ziel setzt, du persönlich, ohne Einflüsse von außen, dann hast du mal die Richtung bestimmt und das, was dich begeistert,
in dein Lebensweg. Die zweite Lebensbereich hat mit Finanzen etwas zu tun. Aber nicht nur das, sondern die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl. Hier herrscht Steinbock. Steinbock erschwert unserem Leben, schränkt uns ein in jungen Jahren. Weil da haben wir eine gewisse Lernaufgabe. Aber im zweiten Lebenshälfte wirkt Steinbock stabilisierend. Das ist wie ein Stück Paradies und zeigt uns vieles, was wir lernen. Hier im zweiten Lebensbereich ist deine Lernaufgabe, zu deinen Werten zu stehen, das Selbstwertgefühl und auch um die Finanzen kümmern, das ernst zu nehmen. Und hier die Erde-Element ermöglicht dir die gute finanzielle Lage. Setz das als Ziel. Die Steinbock-Geborenen haben Ziele. Und du bist zwar nicht in Tierkreiszeichen Steinbock geboren, aber die Steinbock-Energie wirkt in diesem Lebensbereich. Das ist die Wertschätzung oder setz Ziele, was möchtest finanziell verbessern. Und du erreichst mit dieser Energie deine Ziele. Es wird kein Sprung sein, aber mit Geduld und Ausdauer hast du eine sichere finanzielle Lage. Die dritte Lebensbereich im jungen Jahren zeigt, dass die Schule, wie hast du das empfunden? Später bedeutet Kommunikation, Verbindungen, Nachrichten, auch die Verbindung zu Geschwistern, Verwandten, Nachbarn, Bekannten, bedeutet auch weitere Schulungen anbieten, ein Austausch oder etwas Neues lernen. Bedeutet aber auch vieles entdecken in deinen vertrauten Umgebung. Hier herrscht Wassermann. Wassermann hat tolle Ideen. Wassermann ist die Ideenreichtum und du hast ganz leicht gelernt in die Schule. Das dürfte aber nicht zu streng sein, sondern das mit Leichtigkeit hast deine Ideen gebracht und das kannst immer noch verwirklichen und dein Wissen somit vermitteln. Jetzt sind wir in dem tiefsten Punkt des Horoskopes. Das ist die Basis, das ist die Fundament. Ich vergleiche das gerne mit einem Baum. Hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Und das gibt Halt in unserem Leben. Und das ist unserem Ahnen, unserem Herkunft, unseren Traditionen und unserem Zuhause. Hier ist dein Basis die Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen hat ein Traum sehr geschmeidig, ein Traum von ein Zuhause zu haben. Und sicherlich möchtest du das auch traumhaft schön gestalten. Aber es ist nicht einfach, als Wasserelement hier die Basis zu finden. Weil hier, wo die Fundament ist, brauchen wir erstmal festen Boden unter unseren Füßen. Und mit Wasserelement, so wie bei Fischen, ist es schwierig, diese Halt zu bekommen im Leben. Aber wenn du entdeckst etwas Wichtiges in Tierkreiszeichen Fischen, dann bekommst du auch diese Halt. Die Tierkreiszeichen Fischen bestehen aus zwei Fischen und die schwimmen in verschiedenen Richtungen. Die eine Richtung ist die Angst und die Zweifel,
die Unsicherheit. Und wenn du in dieser Unsicherheit dich bewegst, dann kann dir das nicht die Basis sein. Das kann niemals die Fundament sein, weil dann zweifelst an allem und zweifelst an dir selbst. Schau in richtige Richtung. Und die richtige Richtung ist ein Traum, eine Vision. Alles, was du erreichen möchtest im Leben. Und das ist die Richtung, dein persönlichen Lebensweg, deine Wünsche, deine Träume. Und dann glaube daran, glaube an dir selbst, glaube an deinen Traum, glaube an die Liebe, glaube an dein Haus, deine Wohnung, glaube an diese Sicherheit, glaube an diesen Schutz. Und glaube an Gott. Und wenn du das vertrauen kannst und kannst du das loslassen, einfach mal so geschehen lassen, nicht kein Kopfzerbrecher, wie wird das morgen, wie habe ich die Halt, die Sicherheit, Stabilität, das ist auch existenzielle Ängste. Wenn du das vertrauen kannst, das Fluss des Lebens, hier ist die Reichtum verborgen. Und dieser inneren Reichtum auch, das ist ein Fundament. Auf diesem Glauben, auf diesem Reichtum, auch inneren Reichtum, kannst du alles aufbauen. Weil genau das gibt dir die Halt. Auch das Gottesglauben, aber auch Glauben an dir selbst. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder, deine eigenen Kinder, später auch Enkelkinder, aber bedeutet auch deine eigenen Kindheit. Und das hat auch eine Bedeutung, weil diese Erinnerungen bleiben und das zieht sich wie rote Faden durch ganzes Leben in allen Bereichen. Und wir haben andere Start. Es gibt Menschen, die haben in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen mit Wohlstand, mit viel Liebe und Aufmerksamkeit. Diese Menschen haben einen ganz anderen Start im Leben, wobei das kann auch ein Hindernis sein, weil dann können später mit Schwierigkeiten nicht so einfach umgehen. Also das kann auch das auslösen, aber gibt es auch andere Kinder auch, die waren nachlässig oder wurden geschlagen oder war niemand da. Das ist auch ein ganz anderer Start. Wobei das auch ein Vorteil sein kann, weil dieser Kind kann dann alles verkraften im Leben. Das stärkt auch innerlich. Also das sind mal die zwei Extremen, diese zwei Extremen. Und diese Erinnerungen haben wir bis unserem Lebensende und hat einen Einfluss auf unserem Leben. Und da habe ich nur einen Rat. Die schönen Erinnerungen sollen wir bewahren, behüten, pflegen. Auch nicht wütend zu sein, weil die Eltern nicht perfekt waren. Die waren nicht in die Lage, waren nicht erwachsen. Haben sie auch Fehler gemacht, wir selbst machen auch Fehler, also nicht die Fehler bei anderen suchen, sondern verstehen, die Seele hat das gebraucht. Nicht umsonst hat die Seele dieses Elternhaus ausgesucht. Also vergeben ist auch eine Großzügigkeit und das lohnt sich auch. Aber was noch wichtig ist bei Thema Kinder, die Erinnerungen, was mit Tränen verbunden sind, vergessen. Einfach vergessen. Es ist nicht mehr die Gegenwart. Es ist nicht mehr die Realität. Das ist schon längst vorbei. Kommt auch nie wieder zurück. Warum sollten wir uns da aufhalten? Immer vorne schauen,
immer optimistisch nach vorne schauen. Und dann geht uns viel, viel besser. Dann die inneren Kind zu pflegen, mal sagen im Spiegel, wow, heute siehst du aber toll aus, boah, ich bin so stolz auf dich, ah, du hast das richtig gut gemacht. Diese Sätze stärken wir uns. Dann gehört hier das Spielerische, das Leben mal spielerisch gestalten oder diese Lebensfreude. Das, was hier im Hintergrund dieser Liebespaar zeigt, das Leben mal genießen. Und hier liegt die schöpferische Kraft, unserem Leben schöpferisch gestalten. Und dieses Werkzeug haben wir in Hand, das liegt an uns selbst. Und hier hast du die Wiederkraft, die Wiederenergie, die Mut und die Kraft, all das zu bewältigen. Die sechste Lebensbereich ist die Arbeit, die Pflichten, aber auch die Gesundheit. Hier ist Stier. Du möchtest es gemütlich, dir ist wichtig eine schöne Umgebung im Arbeitsplatz. Du möchtest auch gut verdienen. Stier hat auch mit Finanzen etwas zu tun. Die siebte Lebensbereich, hier ist ein Spiegel. Und das ist ein Spiegelblick auf die Erste. Und das bedeutet, das ist dein Geburtsmoment. Und in diesem Moment schauen wir immer auf diesen Spiegel. Und wir sehen etwas. Die Männer sehen ihren Seelenpartnerin, wir Frauen sehen unseren Seelenpartner. Oder heutzutage kann das Frau, Mann, hat sich die Zeit auch etwas verändert. Spielt keine Rolle. Wichtig ist zum Verstehen, hier ist unser Seelenpartner. Und ein Kind sieht das. Ein Neugeborener sieht das. Diese Erinnerung bleibt bis etwa dritte Lebensjahr. Und dann ist es alles im Unbewussten. Aber in unserem Unbewussten haben wir dieses Bild. Und unsere Seele strebt danach, in diesem Partnerschaft einzugehen. Und ich bin davon überzeugt, ziemlich sicher bin ich, dass jeder von uns hat einen Seelenpartner oder eine Seelenpartnerin. Und diese Tür öffnet sich mit Zwillingen und hat einen Einfluss auf deine Partnerschaft. Die Zwillinge. Jede Tierkreiszeichen ist ein Wunder in sich. Und wir können von anderen Tierkreiszeichen so viel lernen. Und wenn wir verstehen, dass wir eigentlich alle Tierkreiszeichen in uns haben, und wir können das auch mal näher betrachten, mal vertraut zu sein. Was vermitteln die Zwillinge? Vermitteln unserem höheren Bewusstsein. Es sind zwei, Castor und Pollux. Castor ist das Menschliche, der Sohn von dem König von Sparta, und Pollux ist der Sohn von Zeus. Die Mutter ist Leda, die wurde schwanger von Zeus und von ihrem Ehemann. Und die eine Zwilling ist sterblich, das ist das Menschliche, andere ist unsterblich, das ist das Göttliche. Und die beiden Zwillinge sind miteinander verbunden. Und das zeigt diese ganze Geschichte unserer Seele. Das ist das Göttliche und das ist immer in Verbindung zum Gott, weil das ist ein Teil von der Schöpfung und das ist unsterblich. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele die Körper, kehrt wieder zum Gott zurück. Das ist dieser unsterbliche Teil in uns. Und das Menschliche, das ist das, was uns bewusst ist, dieser Schicksalsweg, was die Seele ausgesucht hat. Aber wir verlassen das, wenn wir sterben.
Aber jetzt, solange bis wir im Leben sind, erleben wir beide Zwillinge in uns, auch Castor und auch Pollux. Und die sind miteinander verbunden. Und wenn wir das verstehen, was die Zwillinge uns zeigen, und dieses Luftelement, was uns befreit, weil das gibt uns die Leichtigkeit. Und die Luftelement verbindet Himmel und Erde. Und der Weg ist frei, grenzenlos. Weil die Liebe und Glaube kennt keine Grenzen. Und das, diese Bewusstsein zu haben, wie wertvoll du bist, und dass hier auch solche Verbindung gibt, auch die Vertrauen an Gott, dass Gott uns zusammenfügen kann, öffnet sich dieses Tor zum Partnerschaft. Die achte Lebensbereich befindet sich Krebs. Dieser achte Lebensbereich ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Hier ist ein Prozess, die Transformation. Und das ist das Loslassen. Und dieser inneren Kraft zu bleiben, das ist Pluto-Energie. Alles loslassen, was im Weg steht. Auch Angst, Zweifel, all das. Und hier ist die Energie, diese Kraft, was alles im Leben erhält, Pluto-Energie, hat mit Sexualität auch was zu tun. Die Sexualität hält das Leben lebendig. Ohne Sexualität werden wir gar nicht geboren. Und spiegelt noch etwas. Die Reichtum in uns hat auch mit Finanzen was zu tun. Aber dieser Reichtum kommt erst dann, wenn wir das verinnerlichen können, von inneren heraus. Und hier spiegelt die finanzielle Bereich mit dem, die zweite mit dem achten Lebensbereich. Also die Finanzen wird hier auch gespiegelt. Und das hat nicht nur mit Geld zu tun, sondern das hat mit unseren Werten was zu tun. Und da ist dein Zuhause. Krebs zeigt dein Zuhause. Deinen inneren Reichtum. Deine Seele braucht auch ein Zuhause. Und Krebs ist Intuition. Und Krebs weiß ganz genau, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln und wann ist besser abwarten. Und da kannst du intuitiv deine Finanzen verbessern. Der neunte Lebensbereich hat mit einer großen Reise was zu tun. Das bedeutet auch die Weite, also Ausland, bedeutet aber auch die Erkenntnisse und die Suche nach Gott, die Suche nach Sinn des Lebens, eine innere Reise und auch eine hohe Bildung. Und hier befindet sich Löwe. Das höchste Punkt des Horoskopes zeigt, wie erreichen wir unsere Ziele. Bedeutet auch, wie erreichen wir, dass wir Respekt bekommen, Ansehen, Öffentlichkeit. Und hier liegt auch die Berufung und hier hast du Jungfrau. Diese Bescheidenheit der Jungfrau und die Klugheit von der Jungfrau, auch dieses analytische Denken, etwas untersuchen, ganz genau untersuchen, was ist richtig, was ist nicht. Dann auch trennen Spreu von Weizen, führt dazu, dass du deine Ziele leichter erreichen kannst. Und das erreichst du auch, weil hier die Jungfrau ist Erdeelement. Das kannst du realisieren. Und natürlich bedeutet auch, wie bekommst du Respekt von anderen, wenn du klug handelst und bist eher die Beobachter, eher das Zurückhaltende. Das wirkt bei dir viel besser, bekommst du viel, viel mehr Aufmerksamkeit, als wenn du versuchst, jetzt dich auffallen, laut zu werden, aber das glaube ich nicht, dass du so bist, aber so bescheiden, klug, gelassen wie eine Jungfrau.
Wenn das um die Berufung geht, natürlich kann das bedeuten, dass du gut bist, dort, wo etwas untersuchen und forschen muss, aber auch die heilerischen Berufe. Jungfrau hat mit Heilung auch etwas zu tun. Die 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen, aber auch die Freundschaften, die sozialen Kontakte. Hier ist die Waage. Die Waage ist natürlich wunderschön, wunderschön, das ist angenehm. Und das könnte bedeuten, dass du angenehm bist und damit ziehst du Menschen an oder du hast angenehme Freunde. Der einzige Nachteil sein kann, wenn du versuchst, in deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, dich unbedingt beliebt zu machen. Und dann kippt diese Waageschale, weil dann bist du immer die Gebende, immer die, wo für anderen da ist, nur dich beliebt zu machen. Oder kann auch die Neigung sein, dass du nicht Nein sagen kannst und dass im Freundeskreis das auch ausgenutzt wird. Die 12. Lebensbereich, die Geheimnisse, karmischen Themen, die Rückzug, auch die Ursache von Krankheiten und hier liegen unseren geheimen Feinden. Hier ist die Tierkreiszeichen Skorpion. Also diese Tierkreiszeichen wirken in diesem Lebensbereichen. Sonne befindet sich in dein Geburtshoroskop in Tierkreiszeichen Widder. Die Lebensenergie, was für dich ein sehr wichtiges Thema ist, die Kinder. Natürlich bei Sonnenenergie handelt es sich auch um dein Selbst. Und das hängt auch mit Kindheit, mit inneren Kind auch zusammen. Und so kannst du dein Selbst stärken, wenn du in dein inneren Kind auch kümmerst. Natürlich bedeutet auch, du liebst Kinder und spürst auch diese schöpferische Kraft in dir. Das spielt auch eine Rolle. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillingen. In 7. Lebensbereich. Deinen Gefühlen, auch deine mütterlichen Gefühlen, aktiviert in dein Geburtshoroskop die Partnerschaft Haus, wobei Haus mag ich gar nichts sagen, das habe ich in Teil 1 auch erklärt, für mich sind das eher eins und in verschiedenen Bereichen, Räumlichkeiten oder Lebensbereichen. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Das hat mehrere Bedeutungen. Entweder hast du ständig Herausforderungen in Wohnsituation, wo du dich ständig behaupten musst, kann auch bedeuten, dass deine ganze Kraft setzt du dich ein, ein eigenes Zuhause zu haben. Kann auch bedeuten, dass, weil bei Mars-Energie handelt sich auch um unsere Kraft, dass du immer wieder einen Rückzug brauchst, zu Hause ausruhen, damit du in Kraft bleiben kannst. In Ruhe liegt die Kraft. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen im 4. Lebensbereich, also auch hier. Also für dich ist das sehr, sehr wichtig, die Basis, die Fundament oder etwas gründen, etwas aufbauen, aber auch deine Wohnsituation. Und Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs und wirkt auf dem 7., aber auch auf dem 8. Lebensbereich. Im Krebs
Ein bisschen Krebs hast du noch im siebten Lebensbereich und Jupiter ist exakt im Grenzbereich. Und wenn das im Grenzbereich ist, beherrscht zwei Lebensbereiche. Auch die siebte, die Partnerschaft und auch diese Transformation, beides. Venus ist die weibliche Energie, zeigt unsere Weiblichkeit, aber hat mit Liebe auch was zu tun und alles, was schön ist, schön, harmonisch, ästhetisch, Kunst, Kreativität, all das ist Venus-Energie. Venus befindet sich auch in Fischen. Und das im vierten Lebensbereich. Interessant ist, dass Mars und Venus ist die Liebesplanet. Merkur kann das Kind sein. Merkur hat einen Bezug zu Kinder und Jugend. Und das ist für dich so wichtig, diese Zuhause zu haben und deine Sonne im Bereich Kinder. Das könnte ein Hinweis sein, dass für dich eine wichtige Lebensaufgabe ist oder für dich ein Wunsch ist, Hausfrau zu sein, um das Haushalt kümmern, die Kinder versorgen, etwas lernen, die Kinder belehren, dass das wäre so dein Ding. Kann auch bedeuten, dass du gerne mit Kindern arbeitest. Saturn. Saturn ist in dein Horoskop rückläufig. Und diese Rückläufigkeit zeigt karmischen Themen. Ich habe in Teil 1, Horoskopanalyse Teil 1, habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Horoskop, habe ich auch die karmischen Themen erwähnt. Saturn ist der Planet, der hilft uns, unserem Karma ausgleichen, solange bis noch wir leben. Nach dem Tod können wir nicht mehr korrigieren, dann ist es vorbei. Das Leben ist nicht vorbei, weil die Seele lebt weiter. Aber dieses Schicksal ist auf einmal vorbei. Weil ein Schicksal ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unser Tod. Also das ist begrenzt, die Zeit, was unserem Schicksal betrifft. Und Saturn ist die Aufgabe, unserem Schicksalsweg betrachten, überprüfen, sind wir eigentlich noch im richtigen Weg, in diesem goldenen Weg, oder sind wir im Umwegen. Saturn korrigiert das. Es ist nicht angenehm, es ist nicht immer angenehm, weil oft schränkt uns ein, aber er belehrt uns. Er belehrt uns und wir brauchen diese Lehre von ihm, weil das unterstützt uns, weil uns das hilft. Und Saturn ist in dein Horoskop rückläufig, zeigt, hier hast du karmische Themen. Es kehrt etwas zurück von Vergangenheit. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe im neunten Lebensbereich. Also hier hast du karmische Themen. Und das ist die Richtung Ausland, Auslandskontakte oder ein Studium oder religiöse Themen. Und genau hier hast du nicht nur Saturn, was karmischen Themen zeigt, sondern hier hast du auch Rahu, die Drachenkopf. Dieser Drachenkopf, dieser Rahu zeigt die Schicksalsweg, was deine Seele ausgesucht hast. Und Saturn dasselbe, belehrt dich, geh in diesen Weg. Natürlich hier kann das verschiedenen Themen sein. Entweder ist dein Schicksalsweg führt dich zum Ausland, kann auch bedeuten, dass hier für dich wichtig ist eine höhere Bildung und es auch zutrauen, nicht davonlaufen, sondern diese Bildung machen.
aber bedeutet auch besonders bei Löwen zu dein Selbst stehen, dein Selbst entdecken. Und das ist eine innere Reise. Eine innere Reise, wo du sagst, so bin ich, das ist mein Selbst, das bringe ich im Ausdruck, Löwe, in Licht zu bringen. Und das bedeutet, Löwe, auch Selbstbewusstsein. Sein mit deinen Werten bewusst, sei selbstbewusst. Das ist diese große Reise, deine karmische Reise. Natürlich kann parallel das auch bedeuten, dass du dann deinen Schicksalsweg zum Ausland oder zum Auslandskontakte dich führt. Ketu zeigt die alten Karma, das Gesamte, was deine Seele erinnert, die Vergangenheit, und das ist hier im Wassermann. Und das im dritten Lebensbereich. Also das Wissen ist da, deine Ideen ist da, die Wassermann zeigt, wie außergewöhnlich, einzigartig du bist, und sei damit bewusst. Aber nicht nur in deiner vertrauten Umgebung sei du selbstbewusst, sondern auch auf die Reise, auf die Weite, erweitere deinen Horizont. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen in unserem Leben, ist auch rückläufig, da hast du auch karmische Themen, und befindet sich Uranus in Tierkreiszeichen Waage im 11. Lebensbereich. Und hier kannst du überlegen, was bedeutet dich die Freundschaften oder die sozialen Kontakte, das kann auch eine Gruppe von Menschen sein, wo du aktiv bist, und hier sollst du etwas verändern. Die vage Energie kann bedeuten, dass alles harmonisch und schön ist, und das sollst du lebendig machen. Kann auch bedeuten, bei vagen Energie Kunst, zum Beispiel aktiv zu sein in einem Kunstverein, kann auch bedeuten, aber bedeutet auch die Gleichgewicht, das Geben und Nehmen, dass du überprüfen sollst, ist die Freundschaften einseitig, weil du bist immer die Liebevolle, das Gebende, fühlst du dich dabei ausgenützt, dann sollst du mit diesem Uranus-Energie eine plötzliche Wende, eine plötzliche Veränderung machen, also ändern die Kontakte. Uranus bedeutet auch ungewöhnliche Art und Weise, und damit kannst du rechnen, dass ungewöhnliche Art und Weise hast du Kontakte, Freundschaften. Und bei rückläufiger Uranus kann das auch bedeuten, dass du kennst diese Menschen von früheren Leben, hat mit Vergangenheit etwas zu tun. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion im ersten Lebensbereich, ist auch rückläufig in Skorpion. Was hier im 12. Lebensbereich befindet, aber Neptun ist im Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze, also wirkt bei beiden Tierkreiszeichen noch in Skorpion, aber weil das im Grenzbereich ist, hat einen Einfluss auf die Schütze und befindet sich im ersten Lebensbereich, das heißt, wirkt auf deine Persönlichkeit. Also Neptun ist in beiden Lebensbereich wirksam, weil das ist exakt so im Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze. Du hast Schütze Aszendent, das heißt, in diesem Moment, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen. Das ist dein Aszendent und beeinflusst deine Persönlichkeit. Aber das ist so im Grenzbereich, so dass dieser Neptun auch in diesem Grenzbereich ist und wirkt auf 12.
und den ersten Lebensbereich. So kannst du das verstehen. Ich hoffe, ich habe das richtig so erklärt. Also übernimmt die Einfluss auf beiden Lebensbereiche. Hier handelt es sich um Geheimnisse, karmischen Themen, ist auch rückläufig. Und diese Rückläufigkeit zeigt auch Vergangenheit. Und bei Neptun-Energie heißt, bei Neptun ist deine Träume, deine Visionen zum Leben, aber bedeutet auch Kreativität. Und das hast du hier im 12. Lebensbereich verborgen. Das sind Talente und Fähigkeiten, karmischen Fähigkeiten, besonders wenn Neptun auch noch rückläufig ist, zeigt auch karmischen Themen, beeinflusst aber auf deine Persönlichkeit. Es gibt eine Färbung dazu und bei Neptun ist es Verträumte. Das Verträumte und diese Geschmeidige. Neptun ist das Gott des Meeres. Das kannst du mit dem Meer in Verbindung setzen. Wie wunderbar geschmeidig und geheimnisvoll das ist und hat mit unserem Träume, herrscht über unserem Träume. Und ich gehe davon aus, dass du auch intensivere Träume hast. Pluto ist auch rückläufig in Tierkreiszeichen Jungfrau im 10. Lebensbereich. Hat einen Einfluss auf deine Berufung. Rückläufigkeit bedeutet auch, leb deine Berufung. Bei Jungfrau ist es die heilerische Energie. Aber hast du auch Kreativität, Schönheitssinn und etwas Verträumtes auch in dir. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser und es ist nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes. Und diese Mondhäuser haben Einflüsse nicht nur von den Tierkreiszeichen, wo sie stehen, sondern von anderen Sternen, von anderen Sternbildern auch. Das nennt man Fixsterne. Dein Aszendent ist Schütze und dieser Mondhaus heißt Mula und das bedeutet übersetzt Herkunft, Wurzel, die Dinge auf dem Grund zu gehen. Das heißt, du brauchst eine Basis, ein Fundament, eine Herkunft, eine Wurzel. Du möchtest verwurzelt zu sein, als Kind schon. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder und dieser Mondhaus heißt Parni und das ist die Mutter Erde, diese Urmutter des Lebens, diese mütterliche und das ist die Pforte des Lebens, die Geburt von etwas. Das kann für dich bedeuten, wie eine Neugeburt, eine neue Identität, eine Wandlung, wie eine Neugeburt in einer anderen Haut zum Fühlen. Du bist immer dasselbe und bleib auch zu dir selbst treu, aber du fühlst dich anderes. Das ist dann wie eine neue Identität, wie eine Neugeburt und hier im Bereich Kinder ist das für dich wichtig auch. Mond befindet sich in Zwillinge und dieser Mondhaus heißt Punarvasu, hat einen Einfluss von Castor und Pollux, die beiden Zwillinge, aber auch von Sirius. Sirius ist ein hell leuchtender Stern im Himmel, so viel ich weiß, sogar die hellste Stern überhaupt und das ist Glanz. Also das ist für dich wichtig, in Partnerschaft diesen Glanz zu erleben, entweder weil du glänzt vor Glück oder du brauchst einen Partner, wo ein Glanz ist, wo du bewundern kannst. Mars befindet sich in Fischen, hier, das ist deine Kraft, wo du dich einsetzt im Leben, so wie du dich behauptest im Leben, aber bedeutet auch der Mann, wie stellst du diesen Mann vor, also hier mit Sirius Einfluss in Partnerschaft, das ist natürlich dieser Glanz.
Aber Mars-Energie zeigt es auch. Und Mars befindet sich im Fischen im Mondhaus Revati. Und das ist das letzte Mondhaus und zeigt, im Ziel angekommen zu sein. Einen krönenden Abschluss. Und das ist für dich wichtig, dass du mit diesem Mann wirklich ankommst. Das ist für dich die Basis, die Stabilität. Das sind deine Wünsche und Ziele. Und dieser Mondhaus zeigt, du wirst auch ankommen. Du kommst ins Ziel an. Merkur befindet sich hier auch im Fischen im selben Mondhaus, auch Revati, das letzte Mondhaus. Und das bedeutet, angekommen zu sein, die Ziele zu erreichen. Jupiter im Krebs befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Pushia, ein guter Ruf, eine gute Intuition. Auch intuitiv verspürst du, was gut und böse ist und verspürst den richtigen Zeitpunkt zum Handeln oder den Zeitpunkt, wo es besser ist, nichts zu tun. Und daran liegt deine Weisheit, weil Jupiter bedeutet auch Weisheit. Also vertrau dein Intuition. Venus befindet sich auch hier im Fischen im selben Mondhaus, wo Mars, Merkur ist, Revati, ins Ziel angekommen zu sein. Alle drei, Mars, Venus, Merkur, alle im Mondhaus Revati. Die Ziele zu erreichen, alles in einen krönenden Abschluss bringen. Saturn und dein Rahu, also diese karmischen Knoten, dieser Drachenkopf, die neue Richtung, wo deine Seele ausgesucht hat, beide im Löwen, beide im selben Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Purva Palguna und das bedeutet, bevor etwas passiert, da liegt noch in Vergangenheit etwas und jetzt kommt in Bewegung und die karmischen Weg ist die Vollendung, ins Ziel angekommen zu sein, so wie du das vorstellst, so wie dein Schütze zeigt hier die Zentrum und deine Wünsche, das ist die Richtung. Ketu im Wassermann hier, die alte Karma, die alten karmischen Erinnerungen, befindet sich im Mondhaus Purva Padra und wird von Sternbild Pegasus beeinflusst. Und Pegasus ist dieser geflügelten Pferd. Ich erzähle die Geschichte dazu. Es gab eine Königin Cassiopeia. Und Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und diese Meeresjungfrauen haben das gehört und sie haben sich bei Poseidon beschwert. Poseidon ist nichts anderes als Neptun, der Gott des Meeres. Also sie haben beschwert bei Neptun, bei Poseidon. Und dann Poseidon wurde zornig und schickte ein Seeungeheuer, ein Walfisch, in diesem Königreich, dieser prahlende Cassiopeia, zu bestrafen. Und dieser Walfisch kam im Königreich an und dachte, hoch, das mache ich nicht, was mir Poseidon gesagt hat, ich mache, was ich will. Also dieser Walfisch nahm dann Andromeda und fesselte in einen Felsen. Und Andromeda war gefesselt und hat so eine Angst gehabt, weil da war in der Nähe Medusa mit Schlangenhaaren und es wurde erzählt, dass jeder, der Medusa erblickt, bekommt Angst. Und dann ist unbeweglich, wie ein Stein. Und so hat sich Andromeda wirklich gefühlt. Die musste jedes Mal Medusa anschauen. Dann kam Perseus mit seinem Schwert und befreite Andromeda und die beiden haben sich verliebt und Perseus tötete Medusa. Und in dem Moment wurde Pegasus geboren und Pegasus kam vom Mutterleib von Medusa raus
Und das war die Befreiung von diesem Pegasus. Und das ist ein weißes Pferd mit Flügel und kann fliegen. Und diese Geschichte zeigt die Angst. Die Angst blockiert. Du brauchst ein, wie ein Neugeburt aus diesem Mutterleib raus. Und brauchst die Flügel, diese Befreiung. Angstfrei leben. Und hier, angstfrei leben, da hast du die karmischen Themen. Uranus ist im Waage und befindet sich in ein Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Vishaka. Und das ist eine Feuergöttin. Und Vishaka verbrennt alles, was im Weg steht. Nicht im negativen Sinne, weil das ist ein Feuerenergie, ein Feuerelement, was reinigt und gehört zum Tempel, hat einen reinigenden Prozess. Aber Vishaka verbrennt all das, was stört. Ich könnte sagen, loslassen. Und diese Vishaka wirkt in dein Freundeskreis oder im Bereich Freundschaften. All das, was dir Kraft raubt, Energie raubt, wo du ausgenützt fühlst, diese Freundschaften loslassen, hinter dir lassen, so wie Vishaka das belehrt. Neptun hier im Skorpion aber beeinflusst deine Persönlichkeit, weil überstrahlt auf dein Aszendent. Dieser Neptun ist im Jeshta und das bedeutet Respekt und Anerkennung und Ansehen, das, was du brauchst. Und das sollst du vertreten. Pluto ist im Tierkreis eine Jungfrau, hier im höchsten Platz überhaupt und befindet sich im Mondhaus Chitra, und das heißt die Balancepunkt, und wird von Spica bestrahlt. Spica ist ein Stern im Himmel, im Jungfrau, und im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage, also wirkt auf beide Tierkreiszeichen. Dieses Spica wurde bei den Römern verehrt, weil das war die Weizenehre der Jungfrau. Und das heißt Ernte, Reichtum, Ernte, es trägt etwas Früchte. Ich habe jetzt diese Planeten, Sonne und Mond beschrieben. Wichtig ist noch zu wissen, dass die Planeten miteinander kommunizieren. Das ist wie ein Netzwerk. Die sind miteinander verbunden, nicht jeder mit jedem, aber es ist ein Netzwerk hier. Jupiter bestrahlt deine Aszendent. Hier Jupiter bestrahlt dein Aszendent und von dieser Verbindung her entsteht einen sogenannten Quinkungsaspekt. Diese Quinkungs kannst du vorstellen wie ein Pendel vor dir, was unbeweglich ist, und du betrachtest diese Pendel und überlegst, wie kommt diese Bewegung. In welche Richtung schlägt das aus? Du weißt es nicht. Das kann in eine Richtung ausschlagen, das kann in andere Richtung ausschlagen. Und diese Gedankenmuster oder dieses Gefühl, ich weiß nicht, was kommt, keine Ahnung, diese Glauben oder dieses Gefühl, dieses, ich würde mal als Gefühl beschreiben, dieses Gefühl hast in dein Inneren. Natürlich kann das von Kindheit kommen, wo fehlte die Beständigkeit und du wusstest nie, was morgen kommt. Und du hast diese inneren Unsicherheit. Und wenn diese Unsicherheit kommt und das beeinflusst dein Auftreten, dann natürlich erstmal ziehst du dich zurück. Und da mutig zu sein, das ist dann wieder dein Sonne im Widder, wo das hilft, überwinden. Und du sagst, jetzt bin ich mutig, ich traue das zu
Und genau das ist diese Wandlung, wo Jupiter sagt, sei weise, transformiere deinen Gefühlen, sei mit deinen Größen bewusst, kann nichts passieren, lauf nicht davon, sei auch nicht unsicher. Sonne und Venus steht in einer wunderbaren Verbindung. Und da hast du Glück in deiner Weiblichkeit, auch zu Hause, auch deine Ausstrahlung, auch deine Kreativität. Mond hat eine Spannung zum Mars und Merkur. Mond hier, eine Spannung zu Merkur und Mars und eine Spannung zum Pluto. Vom Mond aus hier Spannung zu Mond und Pluto Verbindung und Mond und Mars-Merkur Verbindung. Natürlich wirkt das auf dein Zuhause, auf die Partnerschaft, auch wirkt auf die Berufung. Und hier ist wichtig, den Mut zu haben, das in Sprache zu bringen, was du sagen willst, Merkur, und dich durchsetzen, das ist die Mars-Energie, und auf deine inneren Kraft vertrauen. Und diese Unsicherheit, was ein Mond auslösen kann, dann kannst du das überwinden. Und dann hast du die Balance, die inneren Gleichgewicht. Und Pluto zeigt auch hier bei Speaker, bei diesem Mondhaus, es ist die Balancepunkt. Also dieser Mondhaus, wo Pluto im Jungfrau ist. Ausbalancieren. Uranus steht in einer wunderbaren Verbindung zum Mond und Uranus zeigt, wie außergewöhnlich du bist und einzigartig und bestrahlt dein Mond und das hat mit deinen Gefühlen etwas zu tun. Mond symbolisiert die Gefühle und hat einen Einfluss auf die Partnerschaft. Aber diese Unterstützung kommt, wenn du dieses Bewusstsein hast, dass du wie Uranus das vermittelt, du bist einzigartig, außergewöhnlich, aber du bist nicht kein Durchschnittmensch. Mond hat eine wunderbare Verbindung zu beiden Mondknoten, auch zu Rahu, auch zu Ketu. Und das bedeutet, du hast ein schönes Karma. Eine positive Karma und jetzt trägt das alles Früchte, so wie hier Pluto ganz oben auch zeigt, Speaker, die Ernte, du erntest es, bleib in diesem Vertrauen. Liebe Ruesia, das war diese Geburtshoroskop-Analyse, Teil 2. Ich bedanke mich nochmal, dein Anvertrauen, ich bedanke mich für das Zuschauen, mein Name ist Dendera Susanna Medici.